wenn es jetzt funktioniert. Also, ich meine, da ist ein Schalter. Ich bin groß. What could possibly go wrong? Es sind sogar beide aufgegangen. Das ist noch besser. Ich dachte eigentlich, es ist nur einer, aber... Na gut. Ja, natürlich. Ich habe nicht hingeschaut. Hallo. Oh, jetzt Link. Oh, jetzt Link. Bombs. Puh, okay, Nummer 1. Ich habe Mittagsschlaf gemacht. Was soll das? Ja. Ah, Rumi. Du hast mich also gerettet. Aus dir ist wahrlich ein Held geworden. Also irgendwie, ne, also... Ich meine, gut, ob man jetzt Held sagen kann. Also, wir werden nicht verstanden, was in dem Schloss schlimme Dinge passiert. Das haben wir inzwischen mitbekommen, ja? Das ist alles Vatis Werk. Ich bin der König und ich muss Vati besiegen, doch kann ihn gegen ihn nichts ausrichten. Loni, du hast das heilige Schwert. Du bist unsere einzige Hoffnung. Bitte rette Zelda. Mit diesem Schlüssel kommst du aus dem Verlies. Kleines Schlüsselhaufen, jawohl. In diesem Dungeon, das habe ich mir schon gedacht. Ich weiß gar nicht, ob ich den Dungeon heute noch mache, weil... Boah, ich das durchhalte, keine Ahnung. Ich probiere es auf jeden Fall mal. Ich habe Bock, solange wird das Spiel auch nicht mehr dauern. Ich glaube, das ist jetzt kein Geheimnis. Ich level danach nicht auf, also ich mache dann noch nicht auf 100% hoch, also pff. Ne, ist mir, soll mir recht sein. Willst du mich eigentlich ficken? Es gibt Fake-Türen, ernsthaft? Spiel ist das dein Ernst, oder was? Spiel ist das dein Ernst? Okay, aber was ich machen kann, ist... Autsch! Oh, jetzt wechsel doch den Bildschirm. Ich habe zwei Möglichkeiten. Dieses Ding ist richtig. Ist dieses Ding falsch? Ja, ist falsch, okay. Also raus hier. Fake-Türen, da hab ich überhaupt nicht dran gedacht, dass es sowas geben könnte. Das könnte ein bisschen wehtun, aber nicht mir. Haha, fickt euch allen. Ich bin Loni. Loni. Wenn ich den noch töte, habe ich dann... Na, oder warte, oder so. Schade, ich dachte, ich krieg das, wenn ich alle Gegner töte. Leider nicht. Was ist denn hier unten? Hier unten seid ihr, okay. Hier ist wahrscheinlich der Boss. Nee, nee, nee. Moment mal. Das ist die Dungeon-Karte. So. Oh, jetzt sehe ich endlich auch alles. Bei dem anderen Dungeon? Ich weiß nicht, entweder die Karte war kaputt oder ich habe wahrscheinlich... Also, wahrscheinlich nicht, aber es sah echt... Es sah komisch aus. Weil hier nicht wie diese grauen Umrandungen waren, sondern alles irgendwie Freifläche. Weiß ich nicht, aber gut. So, wir sind jetzt hier. Wir waren schon in den blauen... Moment, wir sind hier. Ja, wir sind wahrscheinlich eher hier. Riesenüberraschung, so. Ja, da können wir... Das sieht ziemlich scheiße aus. Da habe ich jetzt schon keinen Bock drauf, wenn ich das sehe. So, da war... Oh, eine Fee. Eine Fee, noch eine Fee. Ja, leg mich an, Ome. Soll ich mein Wasser behalten? Ich weiß es nicht. Ich behalte es mal. Bombenpfeile, alles nehme ich mit. Ja, gönnt mich mal. Gerne haben könnt ihr mich mal, Leute. Nein, ich denke, das war nicht so schlau. Okay. Zack. Hoch. Weil Weg, den wir gesehen haben, müssen wir jetzt nicht nochmal zeigen, irgendwie. Weiß ich nicht. Achso, ich dachte gerade, hey, wie komme ich da durch? Nee, ist eine Kette. Okay. Alles gut. Jetzt kommen die Dicke. Na klar. Habe ich auch mega Bock drauf, Junge. Die Fledermäuse, ne? Muss ich auch nicht haben. Scheiß Fledermausplage, okay. Der Dungeon könnte ein bisschen dauern. Boah, ey, ich weiß echt nicht, ob ich den heute noch durchziehe. Aua! Die Kugeln, die Statue spuckt, kannst du mit dem Schwert abwehren. Genau. Ah, okay. Ja, also ich hab's mir eigentlich von vornherein gedacht. Es hat auch mega danach ausgehen, dass ich jetzt eben das machen muss. Und Bombe! Okay. Ich habe das Gefühl, ich sollte hier noch gar nicht sein. Ne? Grabbeln, grabbeln, grabbeln. Boah.
und Fragment lässt er fallen. Was soll das denn? Ich meine, will ich das oder ich meine... Was soll mir das jetzt effektiv sagen? Was? Oh, nee. Oh, nee. Ist ein Reset-Knopf. Oh, nee. Okay. Okay, ich muss... Also, hier muss ich ja schon mal drauf. Das ist klar. Das war falsch. Warum denn? Weil ich einmal runter bin oder was? Okay. Zack. Okay. Das funktioniert. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Jetzt hier so ein Schlangenlinien durch. Ja, ich habe natürlich vorher nachgedacht, ob das funktioniert. Ja, es funktioniert. Solche Rätsel, die finde ich sehr geil. Da habe ich sehr viel Bock drauf. Da habe ich sehr viel Bock drauf. Boah, Bombe. Hammerattack. Ich hätte vor dem Dungeon eventuell... Na, jawohl, ich kann ja... Ich komme ja nicht raus. Nee, ist Quatsch. Vergesst das. Sorry. Aua. Es wird wieder so einer. Okay. Okay, hier rüber. Hier runter. Nein, ich hatte es doch fast. Scheiße. Okay, nochmal. Ach, Mann. Ich bin einfach... Weiß ich... Einfach ein bisschen mehr Geduld. Wie auch immer ich da jetzt durchgekommen bin, aber scheiß mal drauf. Link, bitte. Loni, bitte. Danke. Kleiner Schlüssel. Nein. Kleiner Schlüssel. Meine Güte. Nimm doch diesen Schlüssel mit. Okay. Das war einfach. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es am Schwert liegt oder einfach... Glück oder keine Ahnung, kann dann viel liegen. Ja, jetzt bin ich ja einmal durch, ne? Wenn ich das richtig sehe. Dann kann ich hier einmal weiter. Und zwar, Moment, ich bin von hier gekommen. Ich kann jetzt hier runter. Komme ich damit raus? Tatsächlich, okay. Ich weiß aber gar nicht, ob ich hier raus möchte. Es würde insofern Sinn machen, dass ich nochmal zurück könnte in die Stadt. Hier noch was kaufen, da noch was kaufen, hier noch Fragmente vereinen. Und bei Meister Magnus könnte ich noch was machen. Ich könnte mir nochmal Gesundheitstrank kaufen, aber ganz ehrlich. Kann auch sein Leben verschwenden. Wir spielen jetzt schon so lange hier. Vielleicht sind wir schon Folge 50, keine Ahnung. Warum auch immer ich euch töte, aber gut. Vielleicht sind wir auch schon Folge 50, ne? Und man muss ja jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen. Der Winddungeon war auch schon ziemlich lang. Das muss auch irgendwann mal reichen, okay. Lass mal gucken, was hier oben ist. Mhm. Oh, nee. Oh, yeah, nee, komm. Wie soll ich denn das machen? Wir müssen in verschiedene Richtungen gucken. Was ist das denn? Sehr krasser Scheiß, okay. Der erste muss nach rechts gucken, also nicht den rechten. Rechts. Nehme ich links. Nehme ich rechts. Dann nehme ich links. Und dann speichere ich mal und schaue erstmal, ob das passt. Hat nicht gereicht. Okay. Yes! So hoppelt der Hase nämlich, Junge. Mein ganzes Geld. 666, aber trotzdem, was soll denn das? Was sind das für Gegner, bitte? Warum fällt mein schönes Geld raus? An meiner Jute, meinem Jutebeutel. So, ich habe alle besiegt aus Spaß, oder wie? Moment mal. Jetzt, wo ich sehe, ich habe die Bombe ausgerüstet. Nein?
Was, nicht? Hier eventuell. Haha. Gewusst wie. Weil auf der einen Wand waren nämlich zwei Augen und auf der anderen nicht. Das Spiel ist nicht unsymmetrisch, das kann nicht sein. Ob hier was ist, weiß ich nicht. Sieht nicht so aus. Gehen wir weiter. Ganz ehrlich, es gibt halt einfach keinen näheren Raum, deswegen. Ah, muss man nur richtig machen. Ah, nee. So, also das mit den Bombentrick kennen wir ja inzwischen. Danke. So, der Thron wackelt, also weg damit. Was ist denn hier drüben noch? Die Tür hat sich doch nicht umsonst geöffnet, das kannst du mir auch nicht erzählen. Kompass erhalten und du siehst, wo sich interessante Dinge befinden. Drücke Start und betrachte die Karte durch Drücken von L oder R. Okay, es sieht gut aus, es läuft ganz gut. Ich könnte, glaube ich, eine Lampe gebrauchen, so wie es aussieht. Aber für die Mumien eher. Bombs. No problem, schmusen, usen oder was? Ich dachte schon, ich falle jetzt in einen geheimen Raum oder so. Nein. Das wäre auch zu viel Glück gewesen. Warum sollte man jemanden bestrafen, der verkackt hat? Also. Weißt du, was ich meine, ne? Euch hier drüben. Komm, geh mich auf die Eier. Geht down. Dann können wir auch miteinander arbeiten, Leute. Ich bin Profi, ich kann so nicht arbeiten. Ich hab's mir gedacht. Ich wollte es einfach nur nicht wahrhaben. So, schieben kann ich hier überhaupt nicht. Oh, ernsthaft? Muss das sein? Achso, ich muss hier überhaupt nicht. Ich kann einfach so machen. Oh ne, Spiel. Oh, jetzt. Was? Was bitte? Willst du mich ein bisschen verarschen oder so? Ich danke meinen Safe State, dass es sie gibt. Was war das denn? So, Doppel-Safe State, was? Habe ich was Falsches gedrückt oder bin ich auf irgendeine Taste gekommen? Keine Ahnung. Eigentlich nicht. Nee. Ich wollte nämlich gerade speichern, deswegen. Vielleicht bin ich auf irgendeine Taste gekommen, keine Ahnung. Warte, ich guck mal kurz nach. Ich hoffe, das Spiel hält es aus. Reset wäre STRGR, aber von der R-Taste war ich ziemlich weit entfernt, also. Keine Ahnung. Mysteriöse Sache. Mysteriöse Sache. Keine Herzen, kein gar nichts. Andere Frage. Komme und will ich darüber? Zwei Fragen. So, könnte ich diese beiden Dinger hier zerstören? Bombs. Nee, kann ich nicht. Dann leck mich. Den Stress muss ich mir nicht machen. Den Stress muss ich mir nicht machen. Natürlich. Aber immer doch spielen. Na klar. Na klar. Na klar. Ich hab da auch mega Zeit oder was? Leck mich. Aber ob du Feuerding. Mann! So, neuer Versuch. Zack. Und los. Ab geht die wilde Luzi, Leute. Bams. Eine Runde gegen euch. Das ist ja überhaupt kein Problem. Also so lächerlich war es noch nie. Ich habe auch erst einmal gegen euch gekämpft, aber trotzdem. Kein Plan, Digga! So, da, von da unten komme ich nicht rein. Da komme ich auch generell überhaupt nicht ran. Also egal. Ganz, wenn ich auf die Zeit schaue, das muss eigentlich erstmal reichen. Wir machen ja nächstes Mal weiter, weil ich kann heute echt nicht mehr. Also ich kann, aber ich will nicht mehr. Der Dungeon dauert sowieso noch 1,5 Stunden oder so. Muss ich jetzt nicht haben.
Ach so. Aber ganz ehrlich, Tag war effektiv. Ich sag. Bingo, Camingo oder was? Ja, das würde ich erstmal sagen. Und dann. Sag ich bis zum nächsten Mal. Wir haben jetzt ziemlich gut aufgeräumt. Und hier wird's halt dann dick. Und nochmal Endboss-Fight und alles Mögliche. Hammer. Aber nächstes Mal erst. Denkt dran. Wir sehen uns dann hoffentlich wieder. Es würde mich freuen. Mein Name ist Loni. See you next time. In Legend of Zelda, The Minish Game. Und immer dran denken, dieses ganze Spiel. Kein Plan, Digga. Was eigentlich mega gelogen. So mega gestruggelt mittendrin. Und keine Ahnung gehabt und Lösung konsultiert. Aber sagen, es war zu einfach. Na gut, also, jetzt hier bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns hoffentlich, würde mich freuen. Haut raus.